Ja, wunderherrlich. Und damit eine. Was machst du hier und wo sind die. Wo sind deine Leinen? Ich will deine Leine haben. Toll. Wo auch immer jetzt die Leinen hingeschmaßt hat, ich habe keine Ahnung. Er hat nur Scheiße dabei, da brauche ich doch alles nicht hier. So, genau, und damit erstmal ein Halli und ein Hallo an euch, genau, und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft Let's Plays, der Aufstieg Grave Instanz. Bin ich jetzt. Ah, jetzt bin ich endlich mal oben, das ist fein. Ich wollte eigentlich mal reingucken, wie weit wir jetzt gewesen sind. Also, die magische Werkstatt wäre jetzt, ja, anzugehen. Das kann er gar nicht angehen hier. Da ist natürlich die Frage, wie wir die. Moment. Magische Werkstatt war das jetzt, genau. War die magische Werkstatt. Das wäre das nächste Stockwerk gewesen. Geh mal rein da. Schlaf gemacht. Okay, da brauchen wir so einen Kram dann auch nicht. Warte, hier. Das Badezimmer. Das Badezimmer, Stockwerk, wie auch immer. Einen wunderbaren geilen Abort noch dran. Ja, der muss da dran. Kennt ihr ja. Küche. Ich weiß mal nicht, warum man sich so dran aufgeilen muss oder kann oder wie oder. Ist doch egal. Da muss ich aber dran. So. Wohnbereich. Wir haben im Dorf noch gar keine Dings hier, keine. Genau. Keine Lamas. Nee, noch kein Bereich, wo man vielleicht mal ein bisschen austreten kann. Ich meine, auf dem Bauernhof haben wir es. Im Dorf irgendwie nicht. Wobei, das mit dem Dorf, das hatte ich ja schon mal vor ein paar Folgen gefragt. Ach, das ist die Leine. Nom, nom, nom. Sehr schön. Wollen wir das Dorf umbauen? Ich meine, Dorfbewohner-Proof ist es ja sowieso nicht, deswegen sind ja auch alle, ja, nicht mehr da. Genau, wenn wir das Ding umbauen wollten, dann würde ich es natürlich sehr gerne tun. Hab hier, nee, da habe ich keinen Platz mehr. Nein, hauen wir den Scheiß jetzt mal da rein. Okay, dann schnabulieren wir uns jetzt nämlich ein bisschen Zeug aus den ganzen Kisten. Genau, ja. Für die magische Werkstatt kann man nämlich jetzt wunderbar den weinenden Obsidian, beziehungsweise Crying Obsidian benutzen und halt die ganze Amethyst-Sachen-Zeug-Gedöns. Unter anderem deswegen habe ich den Scheiß ja damals geholt. Also von daher. Ja. Wäre halt schon geil, ne? Genau, IA, sag ich nur dazu. Beziehungsweise das Maultier. Egal. Genau, also wir können halt das Dorf hier zum Teil umbauen, wenn ihr wollt. Ja? Also, was heißt umbauen? Die Gebäude würden halt schon noch da stehen bleiben, letztendlich. Also Taverne würde halt trotzdem noch da bleiben und Lagerhaus da in dem Bereich. Aber das Gebäude selbst wird dann eventuell halt umgebaut. Beziehungsweise neu gestaltet. Wenn ihr möchtet. Ja? Dann passt es vielleicht ein bisschen besser zu dem ganzen anderen Kram, den wir jetzt bisher gebaut haben. Genau, einfach eine stilistische Anpassung. Das wäre ja an sich eine Option. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr sowas befürworten würdet oder eher weniger. Genau, haut's einfach rein. Ja, genau. Punkt. Haut rein in die Kommentare, wie ihr das seht. So, hier haben wir noch ein paar Dinge, die wir da vielleicht reinsetzen könnten. Ich meine, ein paar Spinnus-Netzus wäre gar nicht so schlecht. Ich finde den Kopf eigentlich total geil. Ich weiß nicht wieso. Aha. Brauchen wir noch irgendwas? Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht. Also Kerzen sind halt auch immer geil, ne? Ja, ich glaube, das. Achso, das war eine Ziege. Ja, jetzt war ich gerade verwirrt. Okay. Wo hab ich denn das ganze Leuchtzeug hingeschmissen? Ja, zum Bleistift hier hin. Den normalen Obsidian würde ich dafür tatsächlich nicht benutzen. Moment, ist das. Ach, das ist Holzkohle, verdammt.
Habe ich keine normale Kohle? Ein bisschen blühendes Zeug und normales Zeug, das ist auch okay. Ja, wobei, vielleicht ein bisschen Schwarzstein. Weil, auch wenn es jetzt ziemlich düster wird irgendwie. Ja, irgendwas, das ist halt so ein bisschen, ja, magischer wirken lässt. Ja, Magma-Blöcke wären auch okay. Nee. Okay. Wir haben jetzt natürlich... Ich habe nicht Galk mitgenommen. Wie es scheint. Okay. Was ich nicht alles hab. Das ist schon viel zu lange hier. Aber kein Skalk. Das ist natürlich ein bisschen... schade. Okay. Na gut, muss ich mit leben, dass ich kein Skalk hab. Was haben wir denn hier noch drin? Glatten Basalt. Kann man vielleicht auch mitverwenden. Aha. Ah, ja. Ich, brauche noch ein paar, nicht Scherben, sondern, Dings hier, die Dings halt, ne? Ihr wisst schon. Die Dings eben, genau. Genau die. Ja, ich ist heute noch gleich. Moment, vielleicht haben wir jetzt sogar welche. Da haben wir noch ein bisschen Obsidian drin, das ist fein. Vielleicht hätten wir sogar eine Glocke da mit rein. Warum? Weil wir es können. Aha, was haben wir noch Schönes? Ah, ich meine, ich finde halt die Sporenblüten unglaublich geil, ne? Wisst ihr was? Einmal rein da. Tiefenschiefer Diamant. Kann man vielleicht mitverwenden? Vielleicht. Vielleicht. Ja, vielleicht. Okay, dann würde ich jetzt auch trotzdem mal die Kiste auspacken. Mal gucken, was wir da Schönes drin haben. Irgendwie auch kaum wirklich wird. Also ich sollte wirklich meine ganzen Blödsinn hier ausräumen. Das ist auch schlimm, ist das. Nimm ich Smaragderz mit raus? Ich hätte gerne ein bisschen mehr Kohle. Muss ich gestehen. Das ist jetzt die Behutsame, ja genau. Na, ich glaube den Kram kann ich da lassen. Ich brauche dann die andere Axt von oben. Und ich tue mal wieder da rein. Dankeschön. Habe ich dann hier noch irgendwie... Ja, ich habe noch das Erz. Das ist fein. Okay. Ja, ich werde mich ganz geil auf ein paar Dingsblöcke hier. Die heißen die noch gleich. Kohleblöcke. Die wären da vielleicht gar nicht so schlecht. Amboss, das Ding. Ja, ich hoffe, dass ich genug Eisen da habe. Halt. Ich kann natürlich auch einfach das Eisen von... irgendwo mitnehmen. Oh Mann. Komm, gib mal her, das Ding hier. Wo bist du jetzt gewesen? Da. Muss ich halt umarbeiten. In der Festung oben. Ich bin mir zwar nicht sicher, also wahrscheinlich haben wir sogar noch was da, aber anyway. Wen interessiert das schon, ne? Genau. Ja, ist ja schön. Wir kommen mal zu richtig viel heute. Naja, passiert. Passiert. Ich hätte natürlich das ganze Zeug auch schon zusammensuchen können, aber ich habe mir gedacht, nö. Da müsste ich leider mit. Da müsste ich leider durch. Ob ich wollte oder nicht. Okay. Was wollte ich jetzt? Weiß das zufällig noch irgendjemand, was ich hier jetzt wollte? Ich glaube, Eisen holen oder sowas. Oh
Meine Fresse, was sind die Vergesslichkeit wieder? Da war Zeug drinnen, da war anderes Zeug drinnen. Vielleicht mal hier. War da drin. Also hier ist nicht unbedingt so, wie es aussieht. Okay. Ah. Da ist ja nicht viel Eisen gewesen, ne? Aber hier könnte ich den Kram theoretisch ruhig braten, wenn ich jetzt die entsprechende Hackspitze dabei hätte. Ja, ich gehe ja schon schlafen. Bett? Da ist Bett. Rein da. Und natürlich das Trinken nicht vergessen, ganz wichtig. Rein theoretisch, da ist ja eine magische Werkstatt ist. Müsste man da vielleicht auch einen Verzauberungstisch hinpflanzen? Ja, gut. Theoretisch. Praktisch. Ist halt schwierig. Mann, das ist der Magier, ne? Wir haben gar keine Bibliothek für den einen. Mann. Ich brauche Bücher. Ich brauche Haufen Bücher. Gibt's nicht irgendwelche Händler, die Bücher verkaufen? Verkaufst du Bücher? Hm. Nee, die wollen ja mal Bücher haben, ne? Da war ja was. Aber trotzdem mal, was verscharrest du? Aha. Und du? Und du? Na gut, bei dem hätte man zumindest Bücherregale, die man sich holen könnte. Das wäre gar nicht so schlecht. Ist zwar ein bisschen teuer, aber anyway. Okay, wir brauchen aber auf jeden Fall erst einmal einen Verzauberungstisch. Einen Verzauberungstisch, natürlich. Das heißt, zwei Diamanten, vier Obsidian und ein Buch. Guter Plan. Lass mal rein da. Diamanten, Obsidian. Le Book. Habe ich das noch hier? Mensch! Wäre mir das mal früher eingefallen. Naja, anyway. Ach Gott. Immer den Kram hier wieder, dankeschön. Lass mir ja nicht stiften gehen. Jo, rein da. Okay, wie war das jetzt? Ich wollte vier Obsidian haben, die hoffentlich oben sind. Ich brauche zwei Dias, genau. Jetzt habe ich wieder die Hälfte vergessen. Obsidian, ich glaube, ich habe hier nur zwei. Geil. Ja. Habe ich ein Buch hier? Ja, da haben wir ein Buch. Das ist nice. Dann werden wir uns wohl ein bisschen Obsidian farmen gehen müssen. Ich meine, wir haben ja alles Mögliche da. Tralla. So, du kommst da mit. Jo. Den holen wir uns mal ein bisschen Obsidian, würde ich mir sagen. Könnte man theoretisch auch. Wobei, da haben wir kein Obsidian. Doch, haben wir. Wir gehen mal wieder unter Tage. Ich habe gerade überlegt, wo unter Tage wir jetzt gehen. Unter die Festung oder die andere wunderbare, große, kleine. Au. Höhle. Ich würde sagen, wir gehen hier runter. Runter. Also wenn wir jetzt Anpassungen planen vom Dorf, dann bezieht sich das wirklich aufs Dorf und vielleicht auf die Mine da hinten. Dieser Bereich hier, den würde ich schon ganz gerne so lassen, weil es halt einfach wirklich der Start ist. Genau. Und dass wir dann vielleicht das Dorf vielleicht irgendwie in diesem Stil dann vielleicht ungefähr so anpassen könnten, vielleicht, eventuell. Ungefähr. Vielleicht, wie gesagt. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Genau, und ich wollte jetzt erstmal hier runter. Einmal rangebunden. Du hockst immer noch da drin, das finde ich echt super. Jo, ich will jetzt aber rein. Ah, jetzt ist nichts mehr drin, okay. Hätte ich den Kram auch auflassen können.
Ach ja. Ist schon etwas länger her, dass ich das letzte Mal hier war. Beziehungsweise, dass wir das letzte Mal hier waren, das ist noch viel länger her. Bei mir selbst war es jetzt gar nicht so lange her, weil ich von hier mal den, einmal meine Materialien hole. Was wollte ich jetzt? Genau, Obsidian holen, da war was. Ein Andy. Dann soll er doch. Ein Axolotl. Ja, genau, stimmt. Die Lottis, die haben wir jetzt auch noch nicht. Da hingesetzt, wo sie hingesetzt werden sollten. Beziehungsweise. Das Zeug wollte ich auch noch holen, ne? Genau, den Kram wollte ich auch noch holen, du. Das will ich sogar gleich direkt machen, wenn ich ehrlich bin. Lass mich mal rüber. Das könnte vielleicht ein bisschen hilfreich sein. So, das wird erstmal ausreichen. Oh, lass mich. Naja, wobei. Ding, ne? Ich glaube, das reicht nicht. Also doch, rein theoretisch schon, aber wir wollen auch nochmal sicher gehen. So. Läuft. Okay, habe ich noch eine Dodge dabei? Nein, natürlich nicht. Kann es auch anders sein. Wunderbar vorbereitet. Ja, super, finde ich echt toll. So viel Zeug. Hab ich um echt noch nie ausge... Leuchtet. Wie es scheint. Na gut, braucht man halt auch nicht, ne? Ja. Ach ja. Okay, dann. Einmal rein da in die gute Stube. Ja, komm schon, Mensch. Na. Da will ich jetzt rein. So. Dankeschön. Du kommst doch mal weg. Verschwinde. Das leuchtet. Schön. Ah. Du bist mir. Und du bist auch mir. Ja, natürlich schön aufpassen, dass ich das. dass ich das andere Ding nicht kaputt haue. Ihr kennt das ja. Nom 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 nom. Es ist natürlich schade, dass bloß die großen sind und ich da keine kleineren habe, aber ganz ehrlich. Das ist verschmerzbar. Denke ich mal. Wird jetzt schön so wie es ist. Wir können es gut benutzen. Genau. Es wird magisch, sag ich euch. Wie viel wollen wir eigentlich davon haben? Ich war eigentlich der Meinung, dass wir das Zeug irgendwo schon mal liegen hatten. Wahrscheinlich haben wir es sogar in der Schmatzkammer von der Festung oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ich will mal gucken können. Ja. Hätte ich machen können. Aber so passiert das wenigstens auch mal was. Nicht nur die ganze Zeit irgendwie rumgesuche und sonst was. Nee, auch mal rumgefallen. Mein, wann war das letzte Mal, dass wir jetzt irgendwas gefarmt haben? Das ist auch schon etwas länger her. Gut, das ist natürlich jetzt auch eine Sache, die man sich jetzt nicht unbedingt so gerne anguckt. Die meisten. Na klar, gibt einige, die sich sowas trotzdem ganz gerne angucken, weil es halt auch irgendwie zum Gameplay dazugehört. Ja. Vielleicht machen wir das jetzt in Zukunft wieder ein paar mehr öfter Dinge farmen. Dass ich euch dabei dann letztendlich mitnehme, wenn ich einfach nur stumpf irgendwelches Holz packen gehe oder sein Zeug mir anlache. Oder uns anlache. Genau. Dass ich halt weniger offscreen mache. Könnte man durchaus überlegen. Gut, dann lass mich mal runter, weil die 32 sollten davor auf jeden Fall mehr als ausreichend sein. Und eine Runde pennen müssen wir auch gleich wieder. Mensch, wie schnell das doch immer geht hier. Was ist ein Fisch? Nicht toll. Wohin kommt der Fisch frisch auf den Tisch? Ist Andy noch da? Ich frag für'n Freund. Da unten leuchtet es auf jeden Fall, das finde ich super. Okay. Andy hat keinen Bock, dann ist ein Skelett, ja. Und der leuchtet gleich wieder. Ach, das ist doch schön. Was haltet ihr eigentlich von den Leuchten? Okay. Ich würde sagen, da war mal ein Fisch. Der ist auch immer noch da. Ich muss ein bisschen tot. Ja, genau. Was haltet ihr eigentlich von den leuchtenden Tintenfischen?
Wenn ihr gerne Kommentare schreibt, wenn ihr das mögt. Und wenn nicht, dann würde ich wirklich gerne mal weiter hochschwimmen. Dankeschön. Genau. Was haltet ihr von die Viecher? Kann man die haben? Muss man die nicht? Ach ja. Wunderherrlich. Dann sind wir gleich wieder draußen. Und natürlich kommen wir in der Nacht nach draußen. Das ist geil. Ja, mal eine willkommene Abwechslung. Ja gut, Nacht ist noch nicht ganz, aber Abend. Mal eine willkommene Abwechslung, wenn ich ehrlich bin. Ja, durchaus. Weil die letzten Male, als ich rausgekommen bin, war es nicht dunkel, da war es hell. Oh, was hell ist der Tag, du. So, einmal in this direction, please. Haben wir jetzt alles? Ja gut, die andere Hacke, die ist ja dann oben im Dings. An der Baustelle. Genau. Mensch, ich habe so viele Fragen gestellt. Ich weiß gar nicht, was ich alles beantworten soll, oder wie das alles beantworten soll. Oder welche Fragen das gewesen sind. Vielleicht hätte ich immer noch einblenden sollen. Verdammt. Mache ich vielleicht im Nachhinein nochmal. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Genau, IA. Das bedeutet wahrscheinlich, ich mache es nicht, weil ich nicht dran denke. Ja. Wirklich. Vielleicht bin ich manchmal ein bisschen vergesslich. Ein ganz kleines bisschen. Und auch nur manchmal. Und ganz manchmal. Leine nach unten. Ach Mann, nicht in das Viech. Hier muss ich schlafen, Mensch, beeil dich doch mal. So, rein da. Und jetzt Bettchen, bitte.